Kannst du die Uhr lesen? Wenn nicht, wir können dir dabei helfen. Nehmen wir an, die Uhr steht auf 2 Uhr. Klicke erst auf den Kreis mit der 2, anschließend auf den Knopf Uhr. Unten sollte jetzt 2 Uhr stehen. Jetzt brauchen wir die Eingabe nur noch mit einem Klick auf OK zu bestätigen.